Hey Leute, willkommen zurück zu Biomutant. Wenn ich zurück sage, dann meine ich wirklich zurück. Ja, wie machen wir das? Vielleicht erst kurz zu den Nonos, weil ja, ich habe das jetzt rausgekriegt, aber das ist irgendwie, das ist schon, da muss man schon erstmal drauf kommen. Irgendwie muss man dann beim Baum, muss man schlagen. Und dann fällt so ein Nono runter, den man dann zurück zu seinen Wurzeln bringen muss. Da drüben liegt elastisches Gummizeug. Aber was ich eigentlich sagen wollte, weil ich auch wirklich zurück sagte, es ist unglaublich, das ist jetzt Part 100. Ich bin schon etwas erstaunt, dass ich so lange wirklich, dass ich das... Wow, okay, vielleicht sollte ich nicht sprechen und... Ach... Was ich sagen will. Ich habe jetzt 2 Wochen einfach nichts aufgenommen. Das merkt man beim Hochladen wahrscheinlich nicht, weil da noch niemand zusieht. Aber ich muss wirklich sagen, das ist so das, was ich mir auch am schwersten vorgestellt habe. Und es bewahrheitet sich. Wirklich diese Kontinuität auch reinzubringen. Und ich meine, ich mache hier wirklich, ich spiele einfach. Ich mache noch nicht wirklich viel mit dem Content, also von daher, danke. Von daher, also, da kann eigentlich nur noch mehr kommen. Und ich finde das schon anstrengend, auch wenn es mir natürlich riesen Spaß macht. Aber jetzt wirklich, diese 2 Wochen sind auch wie im Flug vergangen, das realisiert man gar nicht. Man ist total entspannt und sagt, ja, heute muss ich mal nichts machen. Und plötzlich ist aus heute 2 Wochen geworden. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe mich wieder versucht, etwas nichts geht über die Nacht reinzuspielen, damit ich auch nicht wie ein blutiger Anfänger wirke. Es hat... Komm schon. Wirklich? Ich wollte gerade sagen, damit ich nicht wie ein blutiger Anfänger wirke, aber wie gesagt, es hat nicht wirklich viel gebracht. von euch brauche ich eigentlich keine mehr. Ja gut, dann gehen wir eben so. Naja, wir machen jetzt weiter, als wäre nichts gewesen. Als hätten wir nie einen Unterbruch gehabt. Aber es ist wirklich erstaunlich, also hätte ich jetzt schätzen müssen, ich hätte niemals auf 2 Wochen getippt. Auch, ich meine, so kurz vor der Jubiläumsfolge mit 100. Hätte ich hier was Spannenderes machen sollen? Irgendwie... ja, das hätte ich vorbereiten müssen, richtig. Na! Als würde es interessanter werden. Hallo? Ah, ist wieder so eine Eishölle. Ah, komm schon. Komm schon. Yes, dankeschön. Ich würde euch gerne sagen, dass ich in den 2 Wochen was Produktives gemacht habe. Das, oh. Großmob. Das... mich in irgendeiner Form weitergebracht hätte. Aber nein, es ist hier Jahresende gerade. Und ihr kennt es, man hat Verpflichtungen. Verpflichtungen, Weihnachten, Geschenke organisieren. Alles Dinge, die ich ja doch schon gemacht habe. Aber es ist jetzt nicht so viel Energie reingeflossen. Ich habe... wieder mal was, ein bisschen ferngesehen. Das hat sich wirklich jetzt lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber irgendwie, ich hatte auch keine Lust mehr. Ich habe so diese Reizüberflutung ein bisschen. So ein Stück weit. Wartet. Nee. Ja, korrekt. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe alles schon gesehen. Ach. Nichts ist mehr wirklich neu. Und wenn man dann bei irgendeinem Streaming-Anbieter versucht, irgendwas rauszufinden. Nur schon, bis man mal rausgefunden hat, was man sehen möchte. Ich meine, es ist mehr Zeit vergangen, bis ich einen Film gefunden habe, als es wirklich dauert, den Film zu schauen. Eine Tarnhose, selten Rickrack, die werden wir gleich verkaufen. Oh! Glühkiste nehmen wir mit. Die nehmen wir mit.
Ich hoffe, das war die überragende Beute, die auch schwer zu finden ist und dass der Rest so offensichtlich platziert wurde. Aber wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier? Wartet. Das ist doch so ein Roboterteil. Okay, okay, okay. Eins nach dem anderen. Die Eingeber müssen verbunden sein, ja, damit der Kopfkasten startet. Das, da erinnere sogar ich mich noch. Yes! Abgeschlossen. Einmal mehr. Das ist eine Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg, du sagst es. Ist innerer Frieden. Du sagst es. Den inneren Frieden, den habe ich natürlich wie immer gefunden. Okay, hier ging es dann hoch. Oh, oh. Ein Bioblockbehälter. Ah, ich habe das Spiel vermisst. Wirklich, ich habe es vermisst. Ich bin wirklich etwas, ich muss wirklich sagen, ich bin etwas gehypt hier. Und dann mache ich so einen Suchpart. Naja, okay. Das gehört auch dazu. Ihr kennt es, Leute. Ihr kennt es. Ich frage mich gerade, wie das ist, wenn man vielleicht ein paar andere Parts oder ich weiß nicht, eben wie lange dieses Projekt dauern wird, wie lange ich Motivation habe. Eben, wie gesagt, es ist schwierig hier die Kontinuität hochzuhalten. Aber ob man das zu einem späteren Zeitpunkt sieht und dann vielleicht sogar Fortschritte erkennen könnte, das wäre natürlich interessant. Oh, oder erhoffe ich mir jetzt da zu viel? Wahrscheinlich. Ach, was soll's. Nein, aber ich habe gerade wirklich echt viel um die Ohren. Ich werde in Kürze noch umziehen. Was wirklich... Oh, wartet. Was wirklich gar nicht meins ist. Da hast du Leute, die fragen, freust du dich auf den Umzug? Nein. Es gibt wirklich nichts daran, das mir Spaß macht. Ich freue mich darauf, umgezogen zu sein. Also natürlich, wenn alles eingerichtet ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber das ist natürlich der Gedanke dahinter. Aber wie ist jetzt das? Also ist das jetzt, irgendwie kann ich das jetzt nicht? Muss ich da erst wieder eine Quest haben oder wie? Ach, na gut, dann bleib eben hier im Eispalast. Wo war ich? Was hatte ich gerade erzählt? Umzug? Ach ja, das kann man natürlich sagen. Wenn Leute fragen, ob man sich auf den Umzug freut, dass sie... Natürlich meinen, wenn man eingezogen ist auf die neue Wohnung, die neue Umgebung und alles, aber dann soll man das doch auch so formulieren. Weil ansonsten kann man auch einfach sagen, es ist eine dumme Frage, richtig. Nein, wirklich, also es ist wirklich Stress pur. Auch der ganze bürokratische Aspekt ist für mich jedes Mal wieder, boah. Man muss sich ummelden, oh. Hallöchen, mein Freund. Bist du ganz alleine hier? Das tut mir leid für dich. Oh, da kommt was zu fliegen. Da kommt was zu fliegen. Du bist nicht alleine. Ich habe euch nicht erwischt. Das... Ich darf doch sehr bitten. Darf doch sehr bitten. Komm her. Woher kommst jetzt du? Woher kommst jetzt du? Komm her. Ja, das tut sogar dir weh. Komm, und gleich nochmal, weil es so schön war. Okay, shit. Gut, dann hätten wir das geklärt. Aber ihr seid nur kleine, ich will die großen. Ah. Dass es hier eine Tafel für Aushänge gibt, wundert mich nicht. Es macht einen richtig traurig, dass nie auf alles geantwortet wurde. Spürst du, wie sich dein Fell sträubt? In der Nähe gibt es eine Funkenfabrik. Dieser Ort hat früher für die Toxanol Corporation Energie erzeugt und den Himmel und das Wasser verschmutzt. Hat keiner auf die Luft geachtet? Das ist eine ziemlich kritische Frage in der heutigen Zeit. Sie dachten wohl immer, dass sie anderswo noch mehr davon finden würden. Halte während deiner Suche nach Funken auch nach Spuren Ausschau.
Ja, dann verfolgen wir doch die Quest. Wir wissen ja, wir wissen ja, was hier gefragt ist. Wir haben den Roboter ja auch schon entdeckt. Aber erst holen wir hier noch die überragende Beute. Und das Gesundheitspaket, versteht sich. 3 von 8. Pikenaxt. Fluoreszierend. Dann nehmen wir mit. Ein Heft. Das verschrauben wir gleich. Was haben wir hier im Abfall? Noch ein Energiepaket und ein Samurio. Okay. Ich habe wieder vergessen, was ich erzählt habe. Wahrscheinlich wird es dann auch nicht so wichtig gewesen sein. Ach, Umzug. War ich schon mal? War ich da schon durch? Ja, wie auch immer. Ich werde bald umziehen. Nicht, dass das Die groß dunkle Einfluss Zeit auf euch geht zu hätte, weil Ende. ich nehme ja sonst nicht wirklich viel ab. Komm her, Roboterfreund. Oh, du willst es wissen. Volltreffer. Autsch. Okay. Komm her. Komm her. Yes. Jetzt dachte ich schon, ich kassiere wieder einen. Okay. Was hast du für mich? Ne, ja, die hättest du behalten können. Die hättest du wirklich behalten können. Okay, haben wir die Spur entdeckt? Wir haben die Da Spur. ist die Spur. Da ist sie. Wie schockierend. Diese Das, was? Spuren tauchen überall da auf, wo es Strom gibt. Kann ich von hier Energie abzapfen? Diese Funkenfabrik war schon ewig nicht mehr in Betrieb. Und Funken vergehen rasch. So energetisierend die Suche danach auch war, es gibt noch viele andere Orte, die du aufsuchen solltest. Das werden wir natürlich machen, wenn wir noch weitere Weltenfresser bekämpfen. Jetzt ist erst noch ein bisschen Karte reinigen. Ja, okay, ja, jetzt machen wir wieder den gleichen Weg, einfach dieses Mal. Dieses Mal nehmen wir das Geschenk mit. Yes. 9E. Oh, was ist das? Was soll das sein? Ist das ein Frosch? Ach ja, Quark-Roboter, ich habe mal wieder nicht gelesen. Aber wir bleiben bei unserem kleinen Männchen. Kraxel die Sprossen hoch. Ich versuch's doch. Okay, gut. Was fehlt uns hier noch? Was fehlt uns hier noch? Wartet. Die Karte zeigt mir schon wieder irgendwas. Was? Ach, alte Welttresore. Natürlich, machen wir doch. Das machen wir doch. Hier haben wir gerade die Typen besiegt. Dann gehen wir doch in diese Richtung. Wo wir noch nicht waren. Wo wir noch nicht waren. Ja, ich finde, es ist wirklich es ist ein Spiel, das Laune macht. So auch eben für, ich meine, 100 Parts, Leute. Also ganz ehrlich, ich bin schon stolz drauf. Vor allem, weil ich dachte, dass ich da mehr Mühe hätte, wirklich immer was zu labern. Aber ich finde, das klappt schon ganz gut. Mit dem Deutsch hapert es vielleicht noch ein bisschen. Ganz klein bisschen. Wartet, hier brauchen wir hier nicht was? Hier brauchen wir was. Wartet. Einen Schlüssel, denke ich. Gab's den hier? Oder muss ich den erst wartet? Ach, ich. Das weiß ich nicht mehr. Wie war das noch? Waren die jeweils hier? Hat man die hier bekämpft? Oder waren die. Für so etwas findet sich immer ein Zweck. Warte, überragende Beute. Ultimative Nahkampfwaffe gibt's hier noch. Müssen hier nicht dann die. Warte, das sind alte Weltlager, wo die Biester mit den, also die Schlüsselmonster in der Nähe sind, richtig? Aber. Oh, Tag. Würde es nicht Sinn machen, wenn es hier ähnlich wäre? War das jeweils weiter weg? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich wirklich nicht. Irgendwie so ein Monster unter dem See. Was war hier? Ach, hier bin ich hochgekommen.
Richtig? Ja. Hier sind wir hochgekommen, dann machen wir hier mal die Kurve und sehen uns um, was es hier noch so Schönes gibt. Ob sich hier ein Monster versteckt. Oder ob wir die Welt erst ein bisschen mehr erkunden müssen, um dem Monster, das den Schlüssel birgt, zu begegnen. Hi! Schnellschneider! Yes! Komm her! Okay. Wo sind deine Kumpels? Du warst nicht allein. Was für ein strahlend heller Tag. Ah, den habe ich, das wollte ich nicht mitnehmen. Ja, na, ja, okay. Haben wir es bei uns. Das war laut. Ich bin auch erstaunt, dass es keine größeren Gegner hier hat. Also ist schon ein bisschen speziell. Hallo? Monsterchen wartet. Würden wir das nicht auf der Karte sehen? Ich dachte, das hätte man... Doch, hier! Also... Nein, ich habe schon recht. Also, es fühlt sich falsch an, das zu sagen. Es fühlt sich falsch an. Aber das wollen wir jetzt. Das wollen wir jetzt, das machen wir in dem Part noch. Das passt ziemlich gut rein. Wartet. Hier waren wir auch noch nicht. Ja, machen wir das doch. Ich meine, wenn es schon hier ist. Und nicht dein Ernst. Nicht, ist einfach leer. Einfach leer. Okay, schade. Schade, 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 schade. Okay, Monsterchen. Okay, jetzt bin ich drüber. Wartet. Hier hatten wir den Kampf, richtig? Okay. Sehen wir auf die Karte. Ich bin eigentlich drauf. Wo versteckst du dich? Bist du unterirdisch? Das wäre natürlich eine Schande. Das wäre natürlich eine Schande. Okay, wir orientieren uns nochmals. Ja. Habe ich das einfach verpasst? Habe ich das irgendwie übersehen? Also, wo ging es nochmal runter? War das hier? Ich weiß es nicht. Ach ja, hier. Aber gibt's hier denn was? Nein. Wo bist du, Großer? Ich kann es hören. Nicht sehen. Das klingt wie ein Rätsel. Ich kann es hören, aber nicht sehen. Der Himmel ist so hell, wie er nur sein kann. Und trotzdem sehe ich es nicht. Und trotzdem sehe ich das Monster nicht. Und es ist ja nicht gerade klein, also von daher hoffe ich wirklich, dass es irgendwie unterirdisch ist, weil ansonsten würde ich mich hier wieder mal zum Affen machen. Autos, da waren wir, hier waren wir, hier hinten waren wir. Wollen wir nochmal runter? Habe ich unten was vielleicht übersehen? Oder gab es noch einen ganz anderen Weg? Wartet. Oh, dich habe ich auch noch nicht besucht. Ein Djinn-Hut, den brauchen wir nicht. Aber dich? Hi. Ich hätte dir nichts gemacht, ganz ehrlich. Aber du wolltest es. Du schlägst mich? Einfach so? Ohne zu fragen? Komm her. Au! Wo sind die Blitze geblieben? Bist du zu low level für Blitze? Wahrscheinlich. Ha. Ha.
Warum finde ich das Monster nicht? Gucci, 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 Gu. Was macht man bei einem Monster? Psst, 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 psst. Nein, das ist bei Katzen. Wartet. Okay, soweit, so gut. Wir sind oben, das bringt uns aber mal gar nichts. Wir halten Ausschau. Ihr meldet euch, wenn ihr was seht. Ich sehe nichts. Rein gar nichts. Auch hier nichts. Und auch hier nichts. Was natürlich schade ist. Was natürlich schade ist. Aber wir geben nicht auf. Wer wären wir, wenn wir aufgeben würden? Ja. Ja. Boah. Da sieht man's. Hi. Oh. Ja, okay. Die hätten wir dann ja auch noch suchen müssen. Kämpferseelenjacke. Hier wird nichts weggeworfen. Ja, aber verschrottet. Nichts weggeworfen. Aber verschrottet. Wie lockt man denn jetzt ein Monster an? Oh, das wird wieder eine Suchaktion, wenn ich hier nicht alle überragenden Beuten finde. Oh. Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon. Wartet, wollen wir hier mal noch hoch? Was ist hier? Kein Monster. Ja, und das gehört stinkt nicht mehr nach dazu. Monstern. Oh. Oh! Wartet. Flauschkolossnest? Karte. Ja, aber ich bin ja... Ja, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Action. Wo bist du, mein Kleiner? Wo bist du, Sonnenschein? Wo... Ah, hi. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Gibt's das noch? Kennt das noch wer? Oder bin ich einfach wieder alt? Ja, wahrscheinlich bin ich alt. Komm her. Ich bin ausgewichen. Erzählt mir doch nichts. Ich bin wieder ausgewichen. Jetzt. Okay. Okay. Ich hab dich. Und gleich wieder. Und komm her. Komm her. Komm her. Komm her, mein Großer. Aber du hast keinen Schlüssel. Das ist, du bist einfach Flauschkoloss. Ah, doch? Oh. Ja. Auf Umwegen zum Ziel. Ja, seht ihr? Ja, das war so geplant. Okay, 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 okay. Haben wir den besiegt? Bevor wir jetzt das machen, das werden wir uns im nächsten Part dann ansehen. Gehen wir zurück. Wartet. Ah, ich wartete. Ich habe die Quest ja eigentlich schon markiert, richtig? Oder? Oder ist es jetzt ein anderer Tresor? Das wäre natürlich eine Schande. Das wäre natürlich eine Schande. Aber ihr Geschichte habt... Geschichte ist nichts als eine Reihe von Ereignissen. Wie ihr seht, muss man manchmal über den Tellerrand sehen. Das haben wir hier gemacht. Und natürlich, wie die Profis... Wie die Profis das machen würden. Gelöst. Okay. Was? Wartet. Ich hab wieder zu viel. Ach. Wo bin ich denn jetzt? Ist das nicht 9 irgendwas? Funkenfabrik. Ach, wartet. Ist das eine Nebenquest? Kiesel? Was spricht mit Kiesel? Okay. Kiesel, alte Weltlager 9D, auswählen. Ich war wieder zu voreilig, doch nicht auf Umwegen zum Ziel. Wo ist denn das Monster hier? Ach, ich habe jetzt ein Monster getötet und dann das. Ah, magere Ausbeute. Ein... Part 100, der war schon würdig. Ich würde sagen, der war würdig. Ich bleib dabei. Denkt, was ihr wollt. Ich habe gehört, das Monster kommt eben nur nachts raus. Genau deswegen haben wir es nicht gefunden. Das wird es sein. Ganz allein das und nichts anderes. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe,
darf euch auch im nächsten Part wieder begrüßen, wenn es heißt Plündern. Etwas erfolgreicher als in diesem Part hoffentlich. Bis dahin und tschüss.